Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Es gibt so Podcast-Folgen, da freue ich mich den ganzen Tag schon drauf, manchmal sogar eine Woche, in diesem Fall sogar schon noch länger. Ich habe einen guten alten Bekannten am Start, den die meisten von euch kennen werden. Ich quatsche immer super gern mit ihm, er kennt sich allerbestens aus in der ganzen Arbeitsmarkt-Recruiting-Szene, insbesondere wenn es um Developer geht. Vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen schon. Er kommt aus Österreich, kennt sich aber auch im deutschen Markt bestens aus, seit neuestem auch in den Niederlanden und auch in UK, da sprechen wir bestimmt gleich ein bisschen drüber. Und jetzt weiß es wahrscheinlich eh schon die Großzahl derjenigen, die jetzt zuhören. Es ist Rudi Bauer, er ist Managing Director von We Are Developers. Ich sag Hallöchen Rudi, herzlich willkommen. Ach, hallo Gerold, danke für die Einladung. Ja, mega. Schon länger her, dass wir miteinander hier im Podcast gesprochen haben. Ich glaube, in der Tat, das letzte Mal öffentlichen Auftritt hatten wir wahrscheinlich auf eurer Veranstaltung letztes Jahr. Mit eurer Veranstaltung meine ich den der We Are Developers World Congress. So ist die richtige Reihenfolge. Findet dieses Jahr am 17. und 19. Juli statt in Berlin. War letztes Jahr auch im Juli in Berlin. Ich hatte damals die Ehre, die HR-Stage mit moderieren zu dürfen. Hat total viel Spaß gemacht. Und da haben wir uns natürlich gesehen, aber da warst du ja in der Rolle desjenigen, der das Event auch organisiert hat. Da hat man naturgemäß immer gar nicht so viel Zeit zu quatschen. Machen wir einmal Rückblick und schnell Vorlauf. Was ist seitdem eigentlich alles passiert bei We Are Developers? Also unfassbar viel. Also ist ja Wahnsinn, dass es fast wieder ein Jahr ist. Also wir sind kurz vor unserem World Congress, wie du gesagt hast, im Juli, Mitte Juli. Was ist in der Zeit passiert? Also wir haben in der Zeit ein Büro in Berlin eröffnet, wir haben in der Zeit ein Büro in Amsterdam eröffnet. Wir haben im Prinzip unsere Fühler Richtung UK ausgestreckt. Und das Ganze nicht, weil wir jetzt, glaube ich, super eitel sind oder im Prinzip so ganz schnell wachsen wollen, weil Wachstum ist immer sehr gefährlich. Wachstum ist auch etwas, was man gut dosieren sollte. Aber wir sehen einfach, und das ist, freut uns natürlich sehr, dass unsere Community einfach wahnsinnig wächst. Und wir beobachten halt die Märkte, wo sie wächst. Und das waren halt so exponentielle Schübe jetzt in den Niederlanden und auch so exponentielle Schübe in UK. Und das hat uns dann veranlasst zu sagen, okay, wenn da die Community wächst, wenn wir sehen, da kriegen wir Zugang zu Developern, die in diesen Ländern leben, dann ist es für uns natürlich spannend und wahrscheinlich auch unsere Pflicht, auch mit den Unternehmen dort in Verbindung zu treten und sagen, okay, ihr habt ein Problem, wir haben da im Prinzip Zugang zu Leuten, die man als aktive Kandidaten auch sehr, sehr schwer erreichen kann, weil die kommen auf keine Jobplattformen, die suchen nicht aktiv nach Job, aber die sind durchaus offen für Job-Opportunities. Und das treibt uns. Wir freuen uns auch schon wahnsinnig jetzt auf unseren eigenen World Congress im Juli, wo wir heuer noch mehr Softwareentwickler und Entwicklerinnen erwarten. Wir hatten voriges Jahr knapp 12.000. Wir rechnen heuer, so wenn wir den Ticketverkauf jetzt so hochrechnen, mit 14.000 bis 15.000 Softwareentwicklerinnen und Entwicklern aus ganz Europa oder viele kommen auch aus Übersee. Also es wird ein richtiges großes Familienfest, kann man fast sagen. Das ist schon eine ziemlich große Familie, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das war auch letztes Jahr, wie du gerade schon gesagt hast, auch schon eine irre Dimension. Ob das dann 12 sind oder 15, merkt man wahrscheinlich gar nicht. Ihr merkt das, weil die Komplexität steigt, hoffentlich eure Einnahmen auch steigen und so weiter. Aber das war auch halt vorher schon eine absolut beeindruckende Dimension, die ihr dahingestellt habt, von allem, ne? Also von der Location, von der Art und Weise, wie das Programm gestaltet war. Und ich darf an der Stelle auch sagen, das war auch für HRlerInnen wirklich sehr spannend, weil man diese Zielgruppe Developer da natürlich hautnah miterleben kann und auch natürlich mit denen in Dialog gehen kann, denn die meisten Firmen haben ja natürlich dann auch entsprechende Stände bei euch, wo es um das Thema Recruiting geht. Und ihr habt auch eine eigene HR-Stage, die sich komplett halt um die HR-Themen im Kontext Developing dreht. Ne? Genau, das wird dieses Jahr noch größer. Wir haben jetzt mittlerweile so eine Tech Recruiting Summit daraus gemacht. Wir haben jetzt heuer, glaube ich, 3 bis 4 Stages. Also es sind so internationales Line-up auch was Speaker und Speakerinnen betrifft. Es ist eine schöne Möglichkeit und ich glaube, das war auch die Idee dahinter. Die Basisidee war zu sagen, okay,
da gibt es Verständnisprobleme, da gibt es Stereotypen, die da sind, da gibt es Missverständnisse. Und wir versuchen, diese Missverständnisse halt aufzuklären. Und ich glaube, das Beste, um ein Missverständnis aufzuklären, ist einfach, dieselbe Luft zu atmen, einmal zu sehen, was interessiert die eine Gruppe, was ist wichtig für die andere Gruppe. Und dann daraus in Wahrheit Kommunikation aufzubauen. Und wir haben alle gelernt, auch ich glaube mit Corona, dass In-Person-Kommunikation durch nichts zu ersetzen ist. Und das ist halt etwas, wo wir einfach auch das Gefühl haben, dass beide Seiten, sowohl die Developer und Developerinnen, ein neues Verständnis auch für Unternehmen entwickeln können. Weil da gab es ja auch die gewisse Arroganz ein paar Jahre lang, wo die halt glaubt haben, sie sitzen heute jetzt auf dem Stuhl der Unbesiegbarkeit. Und umgekehrt war es halt viele Jahre davor halt so, wo Unternehmen halt Kandidaten nicht unbedingt bestmöglich behandelt haben. Und ich glaube, diese Annäherung macht halt wahnsinnig viel Sinn, auch für beide Seiten dann zu sagen, ja, ich verstehe die Zielgruppe, ich weiß, was für die wichtig ist. Und das verändert sich auch. Ja. Und wir machen ja, kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, wir machen ja jedes Jahr auch Studien zu dem Thema, um auch selber zu verstehen, was wird wichtig, was war wichtig, gibt es da Verschiebungen, gibt es Veränderungen. Das ist durchaus spannend, dass sich da natürlich auch im Wertesystem der Menschen viel verschiebt. Jetzt müssen wir einmal aufdecken, wann wir hier sprechen. Wir beide sprechen kurz vor dem Embrace Festival. Wir haben jetzt Ende Mai, Juni steht unmittelbar bevor, Anfang Juni ist unser Festival und ihr seid dann im Juli dran. Eure Studie wird veröffentlicht quasi um unser Festival herum. Du wirst dann mit mir auf der Bühne stehen und da Erkenntnisse teilen, so wie wir es auch schon in den Vorjahren gemacht haben. By the way, freut mich sehr, dass ihr als Partner wieder mit am Start seid. Freut mich auch, dass wir bei euch mit dabei sein dürfen und auch eine Moderationsrolle übernehmen dürfen. In diesem Jahr macht das Anna Fernandes-Mühl, weil ich leider verhindert bin. Aber ich finde das cool, dass wir diese Partnerschaft fortleben lassen. Das sei vorweggeschickt, aber vielleicht kannst du doch ein Mini-Sneak Peek schon mal geben, zumal jetzt bei der Veröffentlichung die Studie ja schon draußen ist. Ja, also im Prinzip ist es so, dass das, was wir heute das erste Mal selber gemacht haben, ist, wir haben dieses Mal erstmalig nicht nur Developer und Developerinnen befragt in ganz Europa, so an der Zahl knapp 1300, also durchaus repräsentativ. Wir haben diesmal auch uns die Mühe gemacht und gesagt, okay, wir würden auch gerne die andere Seite mal fragen und haben auch knapp 150 Personen aus dem HR-Umfeld befragt. Und das gibt uns natürlich jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen Gap-Analysen auch zu machen und zu schauen, wo sind sich die im Laufe der Jahre jetzt näher gekommen. Und da gibt es ein Fakt, das ich nennen kann, das ist jetzt kein großes Geheimnis, das ich jetzt rausplaudere, ist zum Beispiel so Interview-Stages. Interview-Stages im Interviewprozess war ja immer etwas, wo Unternehmen konnten nicht genug davon kriegen. Developer war eine Runde schon oft zu viel und Developerinnen. Und da spürt man eine totale Annäherung. Also das ist jetzt mathematisch nicht so groß wertvoll, weil es war immer eine Zahl zwischen 1 und 5 vielleicht. Ja. Aber man hat sich jetzt auf etwas geeinigt, was für beide Seiten gut passt. Und das ist so 2. Also so 2 Interview-Stages finden Developer und Developerinnen sehr, sehr okay. Da sind sie davon überzeugt, dass es auch sinnvoll und brauchbar ist. Und Unternehmen tendieren auch immer mehr dazu, in Wahrheit sich mit 2 auch zu begnügen und zu sagen, ja, das muss reichen, um ein Bild zu kriegen. Und da sieht man die erste Annäherung. Ja. Ich glaube, es gibt Themen, wo auch etwas, was ich wahnsinnig spannend finde, weil den Begriff kannte ich bis vor was über eineinhalb Jahren selber gar nicht, ist E-Presentism. Ja. Und E-Presentism ist halt etwas geworden, wo es unfassbare Verständnisprobleme gibt. Also so dieses Gefühl, wenn ich im Homeoffice oder remote arbeite, wie sehr muss ich fürs Unternehmen erreichbar sein? Ab wann muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Und das ist in Wahrheit etwas, was wir alle schon einmal gespürt haben. Also jeder, der von uns irgendwo mal im Homeoffice gearbeitet hat in den letzten paar Jahren, hat wahrscheinlich auch so dieses Gefühl des schlechten Gewissens gehabt, wenn er sich zum Mittag einmal eine Viertelstunde auf die Couch gelegt hat und gesagt hat, jetzt mache ich ein Powernap. War das schon irgendwie so, hoffentlich ruft jetzt keiner an und braucht keiner was von mir. Und ich glaube, so diese Definition dann auch zu sagen, was erwartet sich das Unternehmen vom Mitarbeiter, was erwartet sich aber auch der Mitarbeiter vom Unternehmen, wo sind da die Grenzen? Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Und das ist bei dieser Studie jetzt auch ganz massiv rausgekommen, dass das etwas ist, was Menschen auch sehr belastet, wenn es da keine Klarheit gibt. Ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, etwas, wo es eine Geschichte, die uns aufgefallen ist. Ja.
wo wir in Europa immer noch ein Thema haben, und das ist etwas, was vielleicht sich jetzt über Gesetzesnovellen regulieren wird, aber es ist Gehaltsangaben. Also es ist etwas, wo, und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass Developer und Developerinnen geldgierig sind, das sind sie nämlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, jeder von uns, wenn er etwas kauft, wenn er sich für einen Artikel interessiert, wurscht, ob es jetzt ein Auto ist, also keiner wird von uns ein Auto kaufen, wenn er nicht wüsste, was es kostet, ja, im Vorfeld. Und bei Jobs ist es immer nur so, dass Gehaltsangaben sind so nebulos und nicht sagen, dass du eigentlich in einen Vertrag eintrittst oder dich für etwas interessierst und eigentlich keine Idee hast, was du dafür eigentlich als Gegenleistung monetär bekommst. Und das sind schon so Dinge, wo ich sage, da gibt es einfach kein Verständnis mehr. Und das kommt auch immer klarer raus, dass man sagt, okay, spiel doch bitte mit offenen Karten. Ja. Ich finde das ja immer spannend, was ihr da herausfindet, weil ich persönlich eigentlich immer auf dieses ganze Thema Developer gucke. Das ist so eine Art Brennglas für den Rest des Arbeitsmarktes, ne? Weil wir da ja schon den Fachkräftemangel die ganze Zeit spüren, seit vielen, vielen Jahren, und die Entwicklung da sicherlich 2, 3, 4 Schritte weiter ist als in vielen anderen Berufsbildern, von denen die meisten aber folgen werden. Das stellen wir ja gerade fest. Insofern finde ich ja immer, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn man selber vielleicht sagt, naja, wir suchen alle 3 Jahre mal einen Developer und sonst halt eher andere Zielgruppen. Ich glaube, man kann aus der Beschäftigung mit dieser Zielgruppe sehr, sehr viel lernen. Die Studie selbst, die ist ja inzwischen verfügbar. Kriegt man die bei dir? Können wir einen Download-Link in die Shownotes packen oder wie geht ihr damit um? Also wir haben es diesmal so gemacht, wir haben es so breit gefächert dieses Mal, dass wir gesagt haben, wir wollen es auch gar nicht, dass ein White Paper jetzt rausgeben. Aber wir werden versuchen, über die Monate immer Themenschwerpunkte zu nehmen und diese Themenschwerpunkte dann auch in Webinare zu verpacken. Also es wird dazu Webinar-Serien geben im Zuge dieser Tech Recruiting Academy. Das ist ein Format, das ist ja von uns in Wahrheit auf Monatsbasis, oder im Moment Monatsbasis. Wir planen das dann 2-wöchentlich auch zu machen in Zukunft. Nach dem Sommer, in der neuen Saison, wenn wir im Herbst wieder starten, wo wir dann wirklich sagen, alle 14 Tage gibt es dann irgendwo ein Thema, das wir beleuchten, und über diese Tech Recruiting Academy, wo jeder gratis auch teilnehmen kann. Wir machen das normalerweise, damit es ganz simpel ist, auf LinkedIn. Also wir nutzen da LinkedIn eigentlich als Kanal. Und da werden wir das dann de facto mehr oder weniger streuen. Und dahinterliegend gibt es dann natürlich für die einzelnen Themenbereiche auch mehr oder weniger Downloads, die wir dann mehr oder weniger zur Verfügung stellen. Dann werde ich eure LinkedIn-Seite mal in die Shownotes reinpacken und dein Profil. Wenn man Fragen hat, kann man sich sicherlich auch an dich wenden. Genau. Also direkt an mich ist wahrscheinlich der kürzeste und direkteste Weg, ja. Lass uns doch noch mal ein bisschen über euren World Congress sprechen. Wie gesagt, 17. und 19. Juli, 15.000 Developer. Vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr erzählen, wenn jetzt hier Leute zuhören, die naturgemäß aus dem HR-Bereich kommen, das ist ja die Saatkorn-Zielgruppe. Warum sollte man als HRlerin eigentlich dorthin gehen? Ein paar Argumente haben wir eben schon benannt, aber mehr in die Tiefe. Also ich drehe noch eine Schleife extra. Ich glaube, was ganz wichtig ist fürs Verständnis ist, für jemanden, der uns nicht kennt, ist die Motivation, warum dieses Unternehmen gegründet wurde. Und da gibt es eine ganz simple These oder 2 simple Thesen. Es wird einen Zeitpunkt geben, wenn man so soziodemografisch, 2017 wurde das Unternehmen gegründet, wenn man so soziodemografisch in die Zukunft geblickt hat, hat man gesagt, okay, es wird immer einen Zeitpunkt geben, wo wir uns hauptsächlich mit passiven Kandidaten beschäftigen werden, lernen müssen. Das ist einmal so ein Fakt. Das war damals schon vorhersehbar. Das war auch wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Die zweite These war, okay, passive Kandidaten sind halt die haben einen Job, ja, die suchen jetzt nicht aktiv. Das heißt, ich brauche eine spezielle Marktmechanik, um die erreichen zu können. Das war so die zweite Annahme dahinter. Und die dritte Annahme war eine These, das ist eine Zahl, die ich aus meiner Vergangenheit auch kenne, wie ich bei Stepstone war, wo ich viele Studien auch gemacht habe zu dem Thema. Es gibt, ich glaube, die Zahl hat sich in den letzten 15 Jahren fast nicht verändert, dass so knapp 50% der Menschen mit dem Job, den sie haben, nicht hundertprozentig glücklich sind. Ja. Was eigentlich dazu führt, dass man sagt, okay, so mindestens jeder zweite, wenn nicht sogar 7 von 10 bei Developern, wissen wir aus eigenen Studien, sind 7 von 10. 7 von 10 Developern sind eigentlich offen für andere Job-Opportunities, wenn man ihnen was anbieten kann, was ihnen näher kommt. Und die Gründe dafür sind mannigfaltig. Das kann das Gehalt sein, das kann die Jobsicherheit sein, das kann das Team sein, das kann in Wahrheit aber auch sein, die Purpose, das kann Sustainability sein, das kann Diversity sein. Wir haben vorher gesehen, bei unserer Studie, da haben wir uns dann eh unterhalten, darüber herausgefunden, dass 52% der Menschen
Diskriminierung empfinden, ja, aktiv oder passiv, oder in den letzten Jahren Diskriminierung aktiv oder passiv im Arbeitsmarkt erlebt haben. Ja. Und das sind alles Argumente, wo ich halt natürlich als Unternehmen sagen kann, wenn ich da besser bin als der Durchschnitt im Markt, habe ich eine gute Chance, die guten Talente mir holen zu können. Und die Idee dieser Community, die Idee dieser Gruppe von Menschen, die man an uns bindet und dann Unternehmen die Chance gibt, sich in dieser Zielgruppe oder in dieser Community zu präsentieren, ist eigentlich die Grundidee von wir Developers. Also wir liefern halt nicht nur den Zugang zu aktiven Kandidaten, tun wir auch. Wir haben eine Jobplattform. Wir haben im Moment 140.000 Jobs auf der Plattform aus ganz Europa. Aber damit erreichen wir, mit unserer Jobplattform erreichen wir genauso nur die aktiven Kandidaten. Wenn jemand, der einen aktiven Job sucht, hat auf einem Jobboard eigentlich im Normalfall wenig Motivation, sich da zu bewegen. Aber was wir trotzdem bieten können oder zusätzlich bieten können oder bieten, ist halt den Zugang zu den Kandidaten, die sagen, okay, ich habe da einen Vortrag gehört von einem Senior Developer eines Unternehmens. Das war toll. Der hat mich inspiriert. Das war ein spannendes Projekt, das war ein toller Tech-Stack, das war ein cooler Typ, ja, kann ja genauso sein, oder ist wahrscheinlich oft die Hauptmotivation, einen coolen Typen zu sehen. Dann geht er auf die Unternehmensseite, schaut sich das Unternehmen an und dann bewirbt er sich halt auf einen Job und sagt, ja, ich glaube, das passt besser zu mir als das, was ich habe. Und das ist so die simple Gedankenthese unseres Unternehmens. Also in Wahrheit Zugang zu einer Community zu finden. Und du hast zuerst die 15.000 angesprochen oder 12.000 und das ist schon riesig. Aber in der Zwischenzeit haben wir in unserer Community ja nicht nur die, die in Berlin live dabei sind. Viele können ja gar nicht dabei sein. Also wir haben so im Moment haben wir so eine Basis von 150.000 bis 160.000 Software-Developer und Developerinnen in unserer Community. Und da kommen jedes Monat so 3.000 bis 5.000 dazu, weil wir halt ganz viel Content für die produzieren. Und was schön ist, ist, dass im Moment die Community schon sehr mithilft, Content zu produzieren. Also wir kommen immer mehr in die Rolle, Stages zu hosten, weil wir bauen denen eine Stage und oder geben denen eine Stage und die Community produziert Content für die Community. Und das ist eigentlich das Spannendste und das Schönste dran, weil das ist dann authentisch, das ist echt, das ist das, was die interessiert, das ist genau das, was die wollen. Und so funktioniert auch der World Congress. Also wir hosten dort halt 20 Bühnen, haben dort 500 Speaker und da kommen halt die Junior-Leute genauso auf die Bühne wie halt die Rockstars der Developer-Szene, die halt irgendwelche Programmiersprachen erfunden haben, Stack Overflow gegründet haben, GitHub gegründet haben, also so Leute, die halt wirklich etwas Großes geschaffen haben und die Idole sind, aber auch ganz viele Junge, die so das erste Mal bei uns auf der Bühne stehen. Was bedeutet das eigentlich für euch selbst als Unternehmen? Ich verfolge We Are Developers schon echt lange, muss ich sagen. Ich habe schon das erste Mal mit We Are Developers gesprochen, da warst du noch nicht im Unternehmen, da warst du noch bei Stepstone. Und fand von Anfang an eigentlich die Idee total klasse für eine, also meine Betrachtungsweise ist eine etwas andere. Also wie gehst du an eine bestimmte Nische, ist es ja nicht, sondern an eine bestimmte Zielgruppe ran und beackerst diese Zielgruppe contentmäßig. So, und ich finde, dass ihr das als Vertical herausragend gut macht. Und diese Entwicklung seit 2017 ist ja sehr, sehr dynamisch. Ihr habt ja auch mal kleiner, deutlich kleiner angefangen. Inzwischen hat das sehr große Dimensionen angenommen. Ihr seid wahrscheinlich europaweit die größten Player. Weltweit habe ich den Überblick gar nicht. Gibt es da größere Player noch? Also ich glaube, wenn man so rein auf Software-Developer-Konferenz jetzt damit zurückbetrachtet, glaube ich, ist es mittlerweile, ich meine, es ist immer schwer zu sagen, wir sind die Größte, aber ich glaube, wir sind unter den Top 3 weltweit mittlerweile. Was heißt das für euch selbst? Wie viele Leute seid ihr inzwischen bei We Are Developers? Und du hast ja eben schon gesagt, inzwischen Büros in Deutschland, in den Niederlanden und auch in UK. In Wien ist eure Homebase. Wie soll es weitergehen? Wo steht ihr heute und was habt ihr vor? Also ich glaube, das Ziel ist ganz eindeutig. Ich glaube, es geht gar nicht darum, möglichst viele Büros oder möglichst viele Mitarbeiter zu haben. Ich glaube, unser Ziel ist, wir nennen uns selbst wir Developers. Und viele von uns im Team, inklusive mir selbst, ich habe auch einmal in den 80er, 90er Jahren als Softwareentwickler begonnen. Das war so mein erster Job, damals in Stockholm. Und ich habe es geliebt. Ich habe geliebt, einfach das Gefühl zu haben, dass ich mit meinem Tun etwas Kreatives schaffen kann und ein Problem lösen kann. Das ist etwas, was eine sehr, sehr schöne Aufgabe ist. Und ich glaube, dieses Gefühl dafür, einen kreativen Output zu lösen oder ein echtes Problem lösen zu können, einen kreativen Output zu liefern,
das vergeht auch nicht. Und das ist immer noch in mir, ja, auch wenn ich weit weg bin von dem Thema, was jetzt Programmiersprachen und neue Technologien und so betrifft. Aber so dieses Grundgefühl ist immer noch da. Also ich kann die Luft, die die atmen, gut verstehen und ich kann auch dieselbe Luft für mich selbst gut atmen. Ich glaube, das, was uns treibt, ist zu sagen, okay, solange es da ein Problem da draußen gibt, dass diese zwei Welten nicht perfekt zusammenfinden, haben wir was zu tun. Das dürfte noch ein bisschen dauern. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich glaube aber, das ist, wie du zuerst gesagt hast, ich finde, das ist Brennglas, das du gerade zuerst angesprochen hast, super spannend, weil ich es genauso sehe. Ich glaube, du könntest genauso jetzt sagen, we are nursery. Ja, du könntest genauso sagen, we are hospitality. Du könntest genauso sagen, we are recruiters. Haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Genau. Also in Wahrheit, glaube ich, ist das in Wahrheit ein Vorlauf eines Problems, das für alle Branchen in den nächsten 10 Jahren folgen wird. Und ich glaube, Content ist halt in Wahrheit der beste Weg, um eine Community aufzubauen. Weil du gibst den Leuten etwas, was sie spannend finden. Du gibst ihnen etwas. Und wir haben unser Content, den wir produzieren oder die Community mit uns produziert, muss einfach in eine der drei Kategorien passen. Entweder ist es Infotainment, ja, es informiert die Developer, Developerin da draußen im Sinne von, es hilft ihnen besser zu werden. Das ist eine Kategorie. Die zweite ist pures Entertainment. Das darf auch Spaß machen. Ja. Also da Code 100, diese Coding Challenge, die wir da jetzt durch ganz Europa aus Roadshow-Format entwickelt haben, ist in Wahrheit nichts anderes. Wir hatten vorige Woche gerade unsere Roadshow in Manchester und es war unfassbar lustig. Wir hatten das davor in Amsterdam und das Finale, das große Finale wird wieder in Berlin am World Congress stattfinden, wo dann die ganzen Champions aus Europa sich gegeneinander matchen und live coden auf der Bühne. Das ist pures Entertainment, das macht einfach Spaß. Ja. Und die dritte Säule ist halt career-related. Wir wissen alle, ich kenne in meinem Leben, ich habe ganz wenige Bewerbungsprofis kennengelernt und die, die wirklich Bewerbungsprofis sind, die will man meistens nicht haben, weil sonst müssten es nicht Bewerbungsprofis werden. Also so gesehen ist es für alle von uns, sobald wir in diese Situation kommen, ist es eine Stresssituation. Für jeden Menschen, glaube ich, wenn du dich alle 3 bis 7 Jahre mal wo bewirbst, wirst du einfach kein Routinier. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach gut, wenn du da Guidelines liefern kannst, wenn du den Leuten Gehaltsinformationen liefern kannst, wenn du den Leuten auch Tipps geben kannst, wie man es richtig macht, was wichtig ist. Und also die drei Kategorien soll es erfüllen und wenn es die drei Kategorien erfüllt, dann ist es für uns auch wert, in dieser Community als Content auch mehr oder weniger verbreitet zu werden. Und etwas, was ich selber noch nie erlebt habe, was ich sehr spannend finde, und das ist etwas, das ganz besonders ist und das macht uns eigentlich grenzenlos, bis zu einem gewissen Grad. Wir haben ein Produkt und einen Content, der in einer einzigen Sprache in Wahrheit auf der ganzen Welt funktioniert, weil halt jeder Software-Developer, jede Software-Developerin Englisch spricht. Und deswegen müssen wir eigentlich auch nichts lokalisieren. Also das heißt, egal wo wir hingehen, also wenn wir in die Community in Frankreich gehen, funktioniert das genauso wie in Barcelona, genauso wie in Italien, genauso wie in Norddeutschland, also in Wahrheit in China, in Japan, in Australien. Also wir müssen das Produkt in Wahrheit nicht anpassen, weil es das ist ein riesen Vorteil. Ne? Die Skalierbarkeit von We Are Developers ist eine ganz andere als, nehmen wir mal an, We Are Recruiters, wo die Märkte ja sehr lokal schon funktionieren. Ne? Genau. Die Sprachen mal beiseite geschoben, aber die Vorgehensweise ist eine andere. Genau. Und das ist etwas, was uns natürlich in Wahrheit viel Freiheit gibt. Und ich glaube, der einzige Trigger, den wir setzen, ist wirklich, wir schauen uns einfach ganz genau an, wieder mit dem Fokus We Are Developers, ja, so immer auf Developer fokussiert. Wo wächst eine Community? Wo sehen wir, dass wir Zustrom bekommen? Und dann strecken wir in diesen Märkten einfach die Fühler aus. Der erste Schritt ist meistens, dort einen Community Manager hinzusetzen, der einmal die lokalen Communities für uns öffnet. Und dann setzen wir meistens Sales Teams hin, die versuchen dann die B2B-Seite anzusprechen, um diese zwei Welten zusammenzuführen. Am Ende ist es des Tages, ein Bekannter von mir hat jetzt einen Begriff gefunden. Wir haben lange gesucht, was wir eigentlich sind. Und jetzt haben wir gesagt, wir sind, er hat uns genannt Content-Driven Marketplace. Und ich finde, Content-Driven Marketplace beschreibt es sehr, sehr gut. Finde ich super und sehr inspirierend, schon seit vielen Jahren, ehrlich gesagt. Mhm. So gucke ich oft auf euch drauf und denke, das ist schon verdammt cool, was ihr da aufbaut. Was mich immer noch interessiert ist, und sorry, du musst mir jetzt keine Antwort geben, aber ich bin neugierig, die Monetarisierung läuft ja in erster Linie eigentlich über den B2B-Bereich, eben übers Recruiting. Mhm.
Aber wenn ihr so eine riesen Datenbank habt, habt ihr noch nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwie auch mal bei der Zielgruppe selbst zu monetarisieren? Kann man ja Mikropayments machen. Über die Masse könnte es ja immer noch spannend sein. Ja, wir sind im Moment da gezwungen, also sagen wir mal, die Tickets für den World Congress sind ja immer noch etwas, wo die Developer und Developerinnen auch dafür zahlen müssen. Ja. Aber das hat auch schlicht und ergreifend damit zu tun, dass wir ihnen gerne, wir würden sie ihnen auch gerne schenken, wenn wir uns das leisten könnten. Aber das können wir uns einfach nicht leisten. Da sind die Kosten einfach viel zu hoch. Ich meine, du hast selber ein großes Festival, du weißt, was das kostet. Ja, ja, das weiß ich. In unserer Dimension ist das wahrscheinlich dann noch einmal irgendwo andere Größenordnung. Aber das wäre so unser Traum. Also unser Traum wäre eigentlich, dass dieser Mir Developers World Congress unser Geschenk, ja, an die Developer und Developerinnen sein könnte. Das wäre so wirklich etwas, wo wir wirklich hinträumen. Vielleicht passiert das auch irgendwann. Ich glaube, ich habe mal gelernt vom Ralf Baumann damals, der bei Stepstone damals der CEO war, den ich sehr, sehr schätze. Ich halte ihn für einen unfassbar intelligenten, weisen Menschen. Dann haben wir gesagt, man sollte niemals beide Seiten monetarisieren. Und das hat wahrscheinlich auch eine gewisse Grundwahrheit. Und ich glaube, das, was wir tun, ist, wir bieten Unternehmen einfach die Möglichkeit, mit Membership, und das ist, also wir verkaufen jetzt nicht unbedingt Job-Ads, das ist ja nicht das Produkt, das wir verkaufen ihnen Membership. Und Membership heißt, du kriegst Zugang zu dieser Community und du kriegst sämtliche Möglichkeiten, dich zu präsentieren. Ja, das ist eine Jahresgebühr, die ist jetzt schwer überschaubar, wenn man so Marktpreise kennt von Jobplattformen quer über Europa, ist das durchaus attraktives Pricing, weil wir einfach auch sagen, wir wollen die Eintrittsschwelle niedrig halten, das Problem ist schon einmal groß genug, natürlich wollen wir es monetarisieren, müssen wir auch. Aber ich nenne das immer so, das ist ein bisschen so wie die Mitgliedschaft in einem Fitnessclub. Ja. Du gehst rein, wir haben Experten, die so als Personal Trainer zur Verfügung stehen, wenn du das Problem lösen willst. Wir haben Geräte, die du nutzen kannst. Wir haben Werkzeuge, die wir dir hinstellen. Ja. Der Bauch wird nicht kleiner, wenn du deine Sit-Ups als Unternehmen nicht selber machst. Ja. Also das können wir ihnen... Das gefällt mir richtig gut. Ja, was ja, ist... Ist aber ist, wahr, ne? Also das. Ich habe auch eine zweite Analogie noch, ja, die auch hin und wieder nutze. Ich bin ja am Land groß geworden und ich bin in einer Zeit groß geworden, wo Diskotheken gerade so durchgestartet sind. Und ich habe das immer beobachtet. Also ich habe eher so zur Kategorie gehört, ich lehne jetzt mal mit einer Flasche Bier oder mit einem Biercooler an der Bar und schau mal, was da am Dancefloor passiert. Ja. Und ich habe das immer sehr, sehr aus der Beobachterrolle zu meinem eigenen Leidwesen auch erlebt. Wenn du dann nicht alleine heimgehen wolltest, musstest du, wenn du mit der Bierflasche cool herumgehen bist, musstest du schon verdammt gut aussehen. Ja. Und also, das schaffen die wenigsten. Und das ist auch dasselbe für Unternehmen. Also ich glaube, sich einfach hinzustellen, irgendwo einen Job irgendwo hinzuplatzieren und zu sagen, wird schon funktionieren, ja. Die Zeit ist halt vorbei, ja. Und mach dich hübsch, ja. Mach einen coolen Dance-Move, ja. Sei charmant, lass dir was einfallen, sei kreativ, sei inspirierend, erzähl von dir, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sagt, finde ich cool, den Typen oder die Typen, ist egal jetzt, ja. Geschlechterspezifisch neutral. Dann wird's passieren, ja. Aber sich irgendwo cool an die Bar zu lehnen, zu sagen, ich bin eh da, ja, da musst du wirklich halt, da brauchst du dann schon ein Brand-Image, das jetzt sehr stark ist. Ja, und das haben halt die wenigsten der Unternehmen da draußen. Ja. Also ehrlich muss man zu sich selber sagen. Und ich glaube, wenn man das als Analogie mal hernimmt, dann ist es eigentlich sehr leicht zu verstehen, was wir tun. Ja. Wir bieten dir vom Schminkkurs bis hin zum Dance-Move-Kurs, bieten wir dir alles an. Wir bieten dir Bühnen ohne Ende als Unternehmen auf dieser Plattform. Und wir sehen ja auch, und das bestätigt uns ja, dass die Unternehmen, die das schlau machen, die rekrutieren. Ja, die finden ihre Talente, die sprechen die Leute an, weil halt 7 von 10 Leuten in unserer Community, jetzt einmal der Statistik folgend, für Jobwechsel offen sind. Jetzt hätten wir auf jeden Fall wirklich geklärt, was Via Developers eigentlich ist. Eine Mischung aus Fitnessstudio und Beauty Farm. mit angeschlossenem Tanzstudio. Nein, ich fand die Analogien gerade klasse. Du, die Zeit ist eigentlich schon rum, aber es macht immer so viel Spaß, mit dir zu sprechen und du bist ja jemand, der mit sehr offenen Augen durchs Leben geht. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du gesagt hast, boah, das fand ich jetzt mal, das hat mich zum Nachdenken gebracht oder fand ich cool, erwähnenswert?
Ja, was ich total cool finde, ist, ich meine, das ist jetzt etwas, wo jeder darüber spricht und wo halt im Prinzip du kennst mich und du weißt, dass ich so, ich liebe ja Buzzwords und HR ist ja bekannt für Buzzwords und es gibt ja keine Konferenz oder jedes Jahr gibt es ein Thema, das so als Buzzword durch die Gegend geschleppt und rundgelutscht wird. Ja. Und im Moment ist es halt ganz stark natürlich auch KI. Ja. Aber ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend, weil ich glaube, da ist einfach unfassbar viel Kreativität drin. Ja. Ich bin so ich nenne das wirklich einmal so Hobbymusiker. Ich würde das wirklich als Hobbymusiker bezeichnen, aber ich habe so ein bisschen rumgespielt, weil wir in so 3 Wochen von jetzt oder 4 Wochen von jetzt einmal so wieder einen ganz mini kleinen Gig wieder haben. Und ich seit langer Zeit nicht auf der Bühne gestanden bin, ich im Moment so einmal im Jahr irgendwo. Und ich habe irgendwie einen Song gefunden oder mehrere Songs gefunden, und habe gedacht, okay, super. Cool, dass ich die Songs finde, aber ich finde dazu keine Noten. Ja? Und er hat jetzt ein KI-Tool gefunden und ich war fasziniert davon. Ja, dann nimmst du den YouTube-Video-Link, ziehst den rein und das Ding liefert dir ein Notenblatt. Also, dazu könnte ich jetzt auch ganz, ganz viel sagen. Also, bei unserem Festival, was ja zur Ausstrahlung schon rum ist, habe ich in meiner Keynote ja ein, zwei Beispiele gebracht. Und das Kurioseste ist, dass mir inzwischen Unternehmen für das Festival komponierte Songs schicken und sagen, hier, haben wir über KI gemacht. Ich sage, ja, wir haben selbst schon drei komponiert, aber das ist abgefahren. Ja, ich habe jetzt schon mehrere Songs geschickt Ja, bekommen. genau. Sehr, sehr Und witzig. ich glaube, was dann in Europa neigen wir halt gleich einmal dazu, jetzt einmal sofort einmal Gesetzesrichtlinien zu schaffen, dass das ganze Jahr unterdrückt werden kann. Ja. Und die erste KI-Diskussion, die ich gehört habe, und das ist jetzt vielleicht so ganz kurz noch, war eine Podiumsdiskussion, wo man Professoren von Universitäten auf der Bühne gesessen sind, die sich sofort einmal darüber unterhalten haben, wie man das verbieten müsste, weil jetzt die Studenten alle anfangen, KI zu nutzen. Ja. Und ich glaube, das ist so, das ist ein europäisches Problem, einfach zu sagen, hey, warum nutzt man das nicht als Werkzeug? Warum nutzt man das nicht als virtuellen Arbeitskollegen? Ja, wir wissen, dass uns die Fachkräfte ausgehen werden, dass die Tür nicht mehr zugeht. Ja. Vielen lieben Dank, dass es KI gibt, die uns ganz viel Arbeit abnehmen kann. Ja. Und dieser offene Zugang, das inspiriert mich sehr, wenn es Menschen und Unternehmen gibt, die einfach das als Chance sehen, das als Möglichkeit sehen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch unfassbar spannend, was ich unfassbar spannend finde, was mich wahnsinnig interessiert, weil ich glaube, das zu erkennen und daraus dann eigentlich eine Chance zu sehen oder darin eine Chance zu sehen und etwas Gutes daraus zu machen, da könnten wir in Europa viel lernen. Dem stimme ich zu. Und ja, muss jetzt leider sagen, es ist schon vorbei, aber wir haben garantiert nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. Wie immer ein Riesenvergnügen, Rudi. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg, dem ganzen Team natürlich, dem We Are Developers Team auf eurem World Congress Mitte Juli. Vielen, vielen lieben Dank. Und nachdem die Ausstrahlung danach ist, aber jetzt ist es ein bisschen verwirrend, ich freue mich auf nächste Woche. Dito, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt es en masse bei den Trendence Awards Powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.